Wir begrüßen Sie bei Red Hat Zylinderkopftechnik. Ich komme gerade vom Nordic Walking zurück und habe hier meine Stöcke. Die sind aber sauschwer, die Dinger. Und ich habe noch Muskelkater vom Hecke schneiden. Das ist eine tolle Kombination. Ich stelle die mal auf Seite. Porsche 996. Porsche 997, die ganzen Kandidaten, der 997 ist eigentlich schon wieder im Preis nie wirklich gefallen und von daher relativ teuer. Aber der 996, das ist ein geiles Fahrgerät. Oftmals eigentlich aufgrund seiner Frontbeleuchtung so ein bisschen verunglimpft. Manche reden von Spiegeleieraugen und was weiß ich. Totaler Nonsens. Man kriegt da mittlerweile mit steigenden Preisen tolle Fahrmaschinen. Und in unserem Video werden wir so ein bisschen darüber berichten, welche Probleme diese Motoren haben, welche Probleme die Fahrzeuge haben, wobei wir Motoren schwerpunktlastig sind. Und darüber soll das Video auf jeden Fall berichten. Hier in unserem Fall haben wir einen Motorschaden, Auto mehr oder weniger frisch gekauft. Ob der Vorbesitzer da von einem anbahnenden Schaden schon mal wusste, wissen wir alles nicht, spielt auch keine Rolle. Was ist bei dem passiert? Zylinderkopf gerissen. Wasser und Ölhaushalt haben sich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden gemischt, weil ein Montagestopfen aus dem Zylinderkopf mit rausgeflogen ist. Und über die Schäden und über die Motorrevision, die damit dranhängen kann, werden wir ausführlich berichten. Vielleicht auch ein paar Hinweise darauf, was man modifizieren kann. Andere Thermostate rein, auf die Wasserkühler achten, die Spülvorgänge, die intensiv durchgeführt werden müssten. Oder müssen. Vielleicht optional auch Verbesserungen mit einfließen lassen, Keramik, Zahnräder oder Lagerung der Ausgleichswellen und so weiter. Das werden wir sicherlich alles in dem Video mit anschneiden und darüber werden wir auch die eine oder andere Information fließen lassen, die Ihnen vielleicht bei einer Kaufentscheidung helfen kann, die Ihnen vielleicht bei einer Motorrevision oder bei anstehenden Arbeiten helfen und unterstützen kann und bilden sich über Ihre eigene Meinung über dieses Thema. Fahrmaschine mit viel Fahrspaß, kostengünstig ist er nie in der Reparatur, aber Spaß macht tut er alle mal. Ne? Und darüber soll das Video berichten. Wir ziehen mal den Ölmessstab und haben freudigen Blick auf hoffentlich sauberes Öl, was aber hier nicht der Fall ist. Also wenn man sich das mal anguckt, ne? Das sieht also nicht gut aus. Und so sieht der ganze Motor aus. Klar, sowas sollte man nicht mehr laufen lassen, weil Wasser im Öl ist natürlich kein guter Schmierstoff, ganz klar. Und wir gucken auch mal in den Wasserbehälter rein. So, und da ist derselbe Schmodder drin, ne? Also hier fängt es auch an, ne? Ja, da schwimmen die Fettaugen drin. Also der tauscht sich wunderbar aus. Und nicht selten ist das so, dass hier also die Zylinderköpfe reißen. Meistens ist es der Zylinderkopf 4 bis 6, also Zylinder 4 bis 6. Dazu ganz klar heißt in dem Fall Motor raus. Wir werden den jetzt noch endoskopieren. Wir fahren den jetzt also dann mal hoch und gucken mit der Kamera in die Brennräume rein, um eben auch zu schauen, nicht, dass da nachher ein Riss in der Laufbüchse hat. Dafür sind die also auch bekannt. Schäden in den Zylindern, Schäden in den Ausgleichswellen oder den Lagern davon, beziehungsweise Zahnrad oben aufgesetzt, die reißen auch gerne ab. Das sind so die klassischen Probleme, neben auch einem undichten Wellendichtring zur Getriebeseite hin. Ne? Ansonsten sind die Motoren eigentlich sehr gut und auch die Autos sind entgegen ihren Ruf mit den Spiegeleierlampen, die so ein bisschen verpönt sind, eigentlich wirklich gute Autos. Ne? Also von daher durchaus überlegenswert, sich sowas als Wertanlage wegzustellen. Die fallen im Preis sicherlich nicht. Also hier jetzt bedeutet das ganz klar, der Motor kommt raus, die Köpfe kommen runter und dann muss man halt sehen, inwieweit der Schaden durch möglicherweise Schmiermangel fortgetrieben worden ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass man den ganz gut retten können mit der Überholung der Köpfe. Sowas wird bei uns natürlich im Hause gemacht. Die werden also hier dann auch geschweißt und entsprechend aufbereitet, die Köpfe. Und die sind dann auf jeden Fall wieder standfest und nürburgringtauglich. So, hier haben wir jetzt den Blick von unten auf den 911 oder 996 Modell ist es ja im Prinzip. So, und wir haben jetzt schon hier die Zündspulen rausgenommen und werden jetzt gleich mal mit der Kamera in die Brennräume reingucken, um zu schauen, ob die Zylinder an der Stelle unbeschädigt sind und das soweit erstmal ohne Schaden überlebt haben. Vielleicht noch erwähnenswert, hier, wenn man jetzt auf den Auspuff guckt. Also das ist ja, der ist voll mit Wasser und Öl, Der Auspuff. Hat also überall reingetrieben, der hat auch, glaube ich, laut Kundenaussage gequalmt wie eine Rauchbombe, ne? Hier kann man das auch sehen, siehst du, da ist Fleisch. Ja. Und da, also wenn du von unten
guckst, dann kannst du das auch sehen. Siehst du, da läuft er vom Ja. Krümmer. Hier kann man auch die ganzen Bauteile, eben die Anschlussteile sehen. Man kann erahnen, wie gut die Schrauben da Ja. losgehen und was da passiert, wenn man dran dreht. Und die andere Seite sieht also hier genauso aus. Das ist auch alles nass, ne? Ja, genau. Genau. Okay. Ja, ist aber im Zusammenhang mit dem, was wir insgesamt vorgefunden haben, nicht überraschend. Also passt alles zum Bild. Und von daher erstmal okay, gut. Also Motor muss raus und die Köpfe werden dann general überholt und dann muss man auch schauen, was mit dem Rest des Motors ist. So, also hier haben wir die Heckstoßstange schon demontiert. Was auffällig ist, ist auf jeden Fall, das Ganze war schon mal ab. Hier haben wir die Bleche alle lose unter der Heckstoßstangenverkleidung. Also hier hat sich einer versucht, wahrscheinlich nicht bei Porsche. Jetzt wird alles erstmal demontiert, Motor kommt raus. Und dann werden wir jetzt mal sehen, was uns motortechnisch erwartet. Wir haben den Motor auch schon endoskopiert, konnten also neben den Schäden, die am Zylinderkopf zu vermuten sind, auch schon über die Endoskopie feststellen, dass die Zylinder verrieft sind. Das heißt, in dem Fall müssen die entweder ausgebohrt oder ausgeschliffen werden auf Übermaß oder wir bauen in Absprache mit dem Kunden den sogar direkt um, mit eingezogenen Stahlzylinderbüchsen, um den Motor dadurch auch standfester zu machen und ja, klassisch auch für Nürburgring-Einsätze, ne? Also wir bleiben am Ball und berichten. Jetzt machen wir erstmal den Motor hier raus. So, wieder ein Stückchen weiter. So geht's vorwärts. Die nächsten Verblendungen und Verkleidungen sind runter. Jetzt kann man hier auch schon wieder sehen, der Porsche ist zwar in sehr gutem Zustand, aber der Zahn der Zeit hat auch hier letztendlich seine Spuren hinterlassen. Und jetzt kann man hier mal zum Beispiel sehen, hier wurde mal in der Vergangenheit an den Schrauben rumgeflext, wer auch immer das gewesen ist. Mir erschließt sich auch nicht ganz genau, warum das gemacht worden ist. Ne? Alles so ein bisschen festgegammelt. Wir haben es jetzt erstmal eingesprüht, dass der Rostlöser auch wirken kann. Aber das ist halt normal bei diesen Baujahren. Schlimmer wird es dann eben entsprechend, wenn wir unter das Auto gehen. Was die Krümmerschrauben angeht, das ist also nicht ungewöhnlich bei den Porsches, dass diese dann abreißen, ne? Also auch wenn man da mit viel Gefühl dran geht, ist es nicht ungewöhnlich, dass die tatsächlich dann abreißen. Das wären dann die hier, ne? Wenn man hier reinguckt, da sind dann Stahlschrauben in Aluminium und die sind dann natürlich auch sehr korrosions- und kontaktfreudig. Da muss man aber dann sehen, das ist ganz normal, dass man die dann entsprechend bei den Köpfen ausbohrt und dann möglicherweise auch noch einen Helicoil-Einsatz oder einen Buchseneinsatz in M8 dann dort einbringt. Wir bereiten jetzt alles vor und dann kommt der Bursche hier aus dem Porsche raus. So, jetzt tritt das ein, was wir auch erwartet haben. Also die Schrauben an unserem Porsche, die reißen auch alle ab. Die Auspufftöpfe sind jetzt hier soweit entfernt worden. Aber hier kann man auch sehen, Schraubenköpfe reißen alle ab. Natürlich hätte man den einen oder anderen vielleicht retten können, indem man letztendlich mit dem Induktionswärmegerät warm macht. Aber so mürbe, wie die alle sind, werden wir die Schraubbolzen eh erneuern. Dann sieht das so aus. Da liegt das Elend hier mit den ganzen abgerissenen Schrauben. Hier die Halter genauso. Alle abgerissen. Hier auf der Seite andere Auspuff genauso. Auch Schraube abgerissen. Das ist also nicht ungewöhnlich. Hier die Halter auch alle abgerissen. Die werden wir dann am Ende zählen und das wird zusätzlich Arbeitsaufwand erzeugen, diese dann entsprechend auch wieder ordnungsgemäß instand zu setzen. Ne? Okay. So, wir haben den Wasserkreislauf am Porsche geöffnet. Das sieht nicht aus wie Kühlmittel. Ich denke, da geben Sie mir recht. Bedeutet am Ende letztendlich auch, wenn der Motor später wieder in Betrieb genommen wird, man muss mehrfach das Kühlsystem spülen, um diesen alten Schmotter möglichst gänzlich aus dem Kühlsystem zu befreien. Und es wird immer ein kleiner Rest am Ende vielleicht drin bleiben. Das macht dann nicht allzu viel aus, aber grundsätzlich dieser Schmotter muss natürlich aus allem raus. Und genauso sieht es auch natürlich im Ölkreislauf aus, nur umgedreht. Da muss man dann aufpassen, dass man aus den ganzen Bauteilen, die Öl durchströmt wird, diesen Schmotter auch tatsächlich raus hat. Ölkühler und solche Sachen werden wir wahrscheinlich sowieso grundsätzlich hier erneuern und dafür dann eben Sorge tragen, dass die Flüssigkeiten später wieder getrennt sind und die entsprechenden Kreise auch wieder sauber sind. So, unser Porsche-Motor liegt hier, ist draußen, nachdem so manche Schraube abgerissen ist. So sieht also der 3,4 Liter Aggregat aus, wenn er genügend Salzwasser abbekommen hat.
Und so manches ist natürlich dann auch erwartungsgemäß in der Handhabe mit Schwierigkeiten verbunden. Das heißt, wenn Sie hier dran Schrauben lösen am Ölkühler, die reißen hundertprozentig ab. Ne? Auch solche Sachen können Probleme machen beim Lösen. Das ist auch so. Letztendlich ist es auch ein Aggregat, da darf man nicht vergessen. Man tut dem manchmal Unrecht. Es nähert sich der 20-Jahre-Grenze. Ne? Also wir reden hier schon fast von einem Youngtimer. Gut, jetzt muss der Bursche komplett nackig gemacht werden, zerlegt werden und wird dann in seine Bestandteile auseinandergebaut. Und dann hinterher kann man eben entsprechend sehen, was letztendlich wirklich dann notwendig ist. Hier sehen wir jede Menge Anbauteile, die vom Motor schon entfernt worden sind. Daneben liegt unser Automatikgetriebe. Und hier haben wir jetzt den Rohblock des Motors, einschließlich auslaufendem Eierlikör oder Vanillesoße, da sind wir uns noch nicht ganz einig. So, und wir gucken also hier auf die Oberseite des Motors. Der komplette Ansaugtrakt und alles ist schon demontiert. Man kann überall in den Öffnungen sehen, also wie das Öl mittlerweile aussieht. Ne? Das ist also stark mit Wasser versetzt und das ist natürlich grundsätzlich kein guter Schmierstoff. Deswegen muss der Motor auch auseinander, um dann wirklich zu schauen, ob Kurbelwelle, Lager und so weiter Schaden genommen haben. Auseinander muss er sowieso, weil wir auch schon über die Kameraendoskopie festgestellt haben, dass die Zylinder verrieft sind. Rückseite, Getriebeseite. Oftmals ein Problem bei diesen Motoren, wellendicht dringend von der Kuppelwelle, auch nicht selten, dass die da undicht werden. In so einem Fall heißt es auch immer Getriebe raus und um an den Simmering zu kommen, der selber nur ein paar Euro kostet, aber der Arbeitsaufwand ist enorm. Motorunterseite. Und im Prinzip hinten dann die Riemenseite. Wenn man die Heckklappe praktisch des Motors öffnet, dann guckt man auf diesen Bereich im Prinzip. Ja, jetzt wird das Bauteil zerlegt, das macht unser Martin in dem Fall. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. So, wir nehmen mal den Ölfilter ab. Vanillesoße Teil 2. Ja, oder? Genau. Heiß am Stiel. So wird industriell Vanillesoße hergestellt. Genau. Mal gucken. Ja, genau. Also, weiter geht's. Man sieht also, das Elend geht weiter. Ne? Wir sind jetzt relativ grobschlächtig damit umgegangen, aber da braucht man sich erstmal keine Gedanken machen, weil die Teile werden natürlich alle Zug um Zug gewaschen und aufbereitet, was rettbar ist. Aber jetzt nähern wir uns erstmal der Schadensursache. Wie von uns vermutet, ist ein Zylinderkopf gerissen. Man sieht also hier den Montagestopfen oder jetzt ist er weg. Der Froschenstopfen. Er ist versunken im Elend. Ne? Bei dem aggressiven Wasserölaustausch, den er hatte, war auch zu vermuten, dass das wahrscheinlich mehr ist als nur ein kleiner Riss. Wobei auch bei diesen Rissen, wenn das Auto länger damit unterwegs ist, schon ein recht erheblicher Austausch stattfindet zwischen Wasser und Öl, aber das ist schon extrem. Und jetzt kann man hier sehen. Und der geht also aus diesem Montagestopfen heraus, quer durch den Kopf und taucht in den Zündkerzenschacht nach unten ein. Ne, das ist also, auch wenn man es bei uns im Hause repariert, das machen wir hier regelmäßig, sind die Arbeiten recht umfangreich. Hier kann man so ein bisschen ahnen, wo der Riss darüber geht. Versuche es mal hier bildhaft zu machen, darzustellen. Hier läuft das schwarze Öl, sieht man hier auch so ein bisschen, und dann läuft er hier in den Zündkerzenschacht ein. Das muss alles rausgefräst werden, hier der komplette Bereich, und dann wird das durchgehend aufgeschweißt, und dann muss man natürlich wieder den Zündkerzenschacht fräsen, unten die Phasen anfräsen, hier oben die Phasen anfräsen, diese Ringnut fräsen, die Flächenplanarbeiten, die Gewinde wieder instand setzen und bohren genau im Zentrum, damit der Hydrostößelkäfig auch festgeschraubt werden kann. Und diese Montagestopfen muss dann eingebracht werden, beziehungsweise das Ganze wird komplett zugeschweißt. Also die Arbeiten sind umfangreich. Dazu kommt natürlich auch das Thema, dass bei dem jetzt auch Zylinder verrieft sind. Und da müssen wir mal schauen, ob wir den Motor dann auf Stahlbüchsen umrüsten, was im Motorsport ja auch grundsätzlich gerne gemacht wird, um dem Motor Stabilität zu verpassen, oder ob wir den alten Block wieder aufbauen oder vielleicht sogar einen neuen Austauschblock nehmen und dann die Peripherie der Altteile wieder dran bauen.
Ja, das ist erstmal das eine. Hinzu kommt natürlich auch, das darf man nicht vergessen, der ganze Ölkreislauf. Alle Bauteile, die außerhalb des Motors liegen, müssen natürlich dann auch entsprechend gespült werden, müssen glasklar und sauber sein. Und gleiches gilt natürlich auch für für den Wasserhaushalt. Die ganzen Kühler müssen gespült und gereinigt werden. Die Rohrleitungen, die nach vorne in die Frontbereiche des Porsches führen, müssen alles picobello sauber gemacht werden. Das heißt, der muss mehrfach dann hinterher gespült werden oder kriegt sogar, je nachdem, wenn die Kühler zugesetzt sind, neue Kühler rein. In den meisten Fällen ist das aber nicht zwingend notwendig. Ja, das ist erstmal so viel zum Thema. Und jetzt müssen wir mit dem Kunden natürlich erstmal reden. Jetzt wird ein Angebot geschrieben, nachdem wir jetzt das ganze Schadensbild haben und auch den Rest vom Block noch kennengelernt haben. Und dann muss der Kunde entscheiden, welcher Weg für ihn kostenwirtschaftlich der sinnvollste ist. So, wir gucken jetzt hier auf die Zylinder des Porsche Motors und hier kann man jetzt auch wunderbar erkennen, dass auch der Motorblock Schaden genommen hat und hier in der Alusilbeschichtung also starke Schäden, Reibschäden entstanden sind. Der mittlere hat auch schon Kampfspuren, wahrscheinlich auch durch erhöhte Temperaturaufnahme dann, nachdem Wasser und Öl sich wunderbar gemischt haben und auch die Kühlung vollkommen versagt. Und wir gucken jetzt mal in den letzten Zylinder dieser Bank. Und da kann man sie auch schon sehen. Ja, also auch hier hat er sich wehgetan. Und das ist also nichts mehr für die Wiederverwendung. Man muss das entsprechend aufarbeiten. Man könnte jetzt hier mit Stahlbüchsen arbeiten, die man einsetzt, um dann wieder zumindest die anderen Kolben wiederverwenden zu können und hier die Kosten so ein bisschen im Griff zu halten. Und dann kann man beim Standardmaß bleiben und die anderen Kolben werden weiterhin nutzbar. Die Kolben, die gerieben haben, die werden mit Sicherheit ersetzt werden müssen. So, jetzt haben wir Samstagmorgen und wir haben wieder einige Aufgaben hier an Schweißarbeit auch zu erledigen. Das mache ich oftmals samstags, weil ich da meine Ruhe habe. Und hier haben wir also von unserem Porsche 996, über den wir auch entsprechend berichten, den Zylinderkopf liegen, der auch für den Schaden am Motor der Verursacher ist. Und hier kann man jetzt auch schon sehen, hier fehlt der Montagestopfen. Der ist nicht rausgefallen, weil danach war, sondern weil wieder einer der typischen Risse hier drin ist. Ich versuche das mal hier auch einzufangen. Also hier kann man den Riss schon ganz gut sehen, glaube ich. Der geht durch diese Rille oder durch diese Nut hindurch, die auch benötigt wird, ölversorgungstechnisch, ne? Und ja, hier haben wir den Zündkerzenschacht entsprechend. Und die Risse tauchen dann meistens auch bis tief in den Zündkerzenschacht ein. Die Deckstärke hier ist relativ dünn und deswegen ist dann ein Schwachpunkt der Zylinderköpfe. Dann muss natürlich hinterher, und das ist eigentlich noch das viel Schwierige bei der ganzen Geschichte, der Zylinderkopf wieder in Kontur gearbeitet werden. Das heißt, hier darf wirklich an der Fläche auch nichts großartig tiefer weggenommen werden, sonst steht die praktisch tiefer als die Restflächen hier und dann haben wir Öldruckverluste. Das heißt, das muss also wirklich sauber austariert werden. Der Kopf muss dann auf der Fräsmaschine entsprechend aufs Hundertstel genau ausgerichtet werden. Und dann werden die Planflächen erzeugt. Die Austreibnut, hätte ich fast gesagt, also diese Ringnut hier wird erzeugt. Die Innenkontur wird neu gefräst. Die Phase wird unten eingebracht. Hier oben kann man auch diese Phase sehen, die eingebracht werden muss, die notwendig ist, um den O-Ring sauber in die nächste Ebene einführen zu können. Ja, das muss man halt alles in Ordnung bringen. Manchmal gehen die Risse auch zu den Ventilführungen hin. Dann ist es entsprechend aufwendiger. Die Führungen selber sind eigentlich so nicht zu kaufen und wenn, dann für sehr, sehr viel Geld. Wir fertigen die oftmals selber an oder haben ein eigenes Sortiment aus dem Rennsport für die 996er Zylinderköpfe und auch für die Boxer und so weiter. Ist aber ein anderes Thema. Gut, dann muss die Führung raus, dann wird hinterher, wenn man da in diesen Bereich reinschweißt, muss die Deckfläche neu erzeugt werden, gefräst werden, ne? Auch winklig entsprechend. Die Führungsgrundbohrung muss neu erzeugt werden, Führung gegebenenfalls dann entsprechend nacharbeiten und korrigieren, dass auch mit entsprechendem Presssitz eingebracht werden kann und so weiter. Also hängen viele Kleinigkeiten dran. Das Schweißen alleine ist nur eins der Themen, die man hier berücksichtigen muss mit den entsprechenden Legierungen, die wir für die Porsche-Zylinderköpfe auch brauchen. Ja, wir können mal gerade rüberschwenken zum anderen Kopf. Das ist jetzt auch ein Kopf eines Kunden, ist aber nicht zu unserem Motor gehörend. Aber hier sieht man schon, da sind zwei Risse drin, ne? Das ist schon außergewöhnlich. Ich versuche mal hier zu fangen. Ja, also hier kann man den Riss hier ansatzweise sehen. Und hier kann man den Riss auch ganz gut erkennen, wo er hier weggeht, hier in die Bohrung rein. Das ist schon außergewöhnlich, dass wir Köpfe hier haben mit zwei Rissen. Das ist eher selten. Es gibt auch Risse, die sind quer hier durch, hat man auch schon gehabt, haben auch Seltenheitswert.
Aber es kommt alles vor und man muss eben wirklich gucken, jeden Kopf einzeln individuell betrachten und dann entsprechend ein Konzept ausarbeiten, wie man den Kopf in Stand setzt, so dass er dahinter auch Nürburgring-tauglich wäre, wenn man das dann so will. Okay, die werden wir jetzt entsprechend heute machen. Hier haben wir noch so einen Alpha-Block nebenbei. Das ist ein Alpha-Nord-Motor, der eben Risse im Block hat. Die werden wir dann auch entsprechend schweißen. Und so geht es dann eben Zug um Zug den Samstag da nieder. Wir können gerade mal an den Schweißplatz gehen. Hier haben wir heute Morgen zum Beispiel einen BMW 507 Zylinderköpfe V8 aus den 50er Jahren. Die Autos werden heute gehandelt 300.000 Euro und mehr. Das ist also keine Seltenheit. Und wir haben den an vielen Stellen geschweißt, nachdem der auf einer Autobahnfahrt von Berlin nach Süddeutschland richtig Speed bekommen hat. Also der Mann lässt das Auto auch noch richtig gehen und setzt dafür ein, wofür es gemacht ist, nämlich zum Spaß haben. Und dabei ist tatsächlich aufgrund von Korrosionsschäden eine Zylinderkopfdichtungsundichtigkeit entstanden und auch Risse. Ne? Und dann ist der Motor im wahrsten Sinne des Wortes innerhalb von Minuten verglüht. Ne? Und der wird jetzt entsprechend neu aufgebaut. Wir haben hier schon sehr viel geschweißt. Wir müssen jetzt noch einen Bereich hier unten nachschweißen. Das hängt aber damit zusammen, weil dieser Zylinderkopf tatsächlich auch geportet ist. Die Wandstärken sind entsprechend dünn geworden. Und jetzt werden wir hier unten nochmal korrigieren und nachschweißen. Und dann werden wir den auch so weit im Griff haben. Und dann können wir auch diesen Kopf neu aufbauen mit entsprechend neuen Ventilen, neuen Sitzringen, Zündkerzenbohrungen werden neu erstellt und so weiter und so weiter. Also da ist auch noch einiges an Arbeit dran. Aber sowas machen wir eben. Das ist jetzt mein Samstag, ne? Tja, und nochmal zurück zu unserem Zylinderkopf hier. Also den werde ich mir entsprechend schnappen. Und wenn er denn geschweißt ist, dann zeige ich Ihnen natürlich selbstverständlich das fertige Ergebnis, wie der Bursche dann aussieht, nachdem wir den bearbeitet haben. Und dann werden wir uns auch langsam darum kümmern, alle Teile zusammenzufassen, die wir für den 996 brauchen. Und dann werden wir den Motor neu revidieren. Und Sie sind auch dabei, werden wir den Motor dann wieder implantieren ins Fahrzeug mit den Verbundarbeiten, die dann notwendig sind und auch sehr umfangreich aufgrund der notwendigen Spülungen, die dann stattfinden müssen, etc. etc. Gucken wir uns aber alles an, kommt alles, folgt alles und Sie sind dabei. So, hier haben wir jetzt also im Prinzip den vorgeschweißten Kopf. Und jetzt wird er im Prinzip dann was vorgefräst und dann kommt er erstmal ins Abdrückbecken und wird geprüft, ob er soweit dicht ist und bereits rissfrei. Wir sehen also hier im Prinzip auf die Schweißkorrektur. Und jetzt werden wir auf der Maschine dann entsprechend die Planflächen wieder erzeugen. Die Radien müssen wieder erzeugt werden. Die Nuten hier müssen nachgestochen werden. Wir müssen die Bohrungen wieder einbringen, um die Hydrostößelkäfig nachher auch wieder anziehen zu können. Das heißt, Gewinde muss rein, M6 und so weiter mit entsprechenden Bohrschablonen. Und so wird der Kopf eben Zug um Zug aufbereitet, wie auch andere Köpfe bei uns im Hause, gegebenenfalls mit neuen Führungen und so weiter versehen werden, die wir übrigens auch bei uns im Hause motorsporttechnisch modifizieren. Die lassen wir also extra gesondert anfertigen. Verschleißfest, hochtemperaturfest und je nach Motorsport-Einsatzzweck auch gekürzt oder geändert in der Form und Geometrie. So, was wir auch auf jeden Fall hier neu machen bei unseren Porsche-Köpfen, das sind dann diese Stopfen hier, ne? Die haben unter Umständen auch ein bisschen Wärme aufgenommen und so weiter. Die sind dicht. Wir haben den Kopf ja auch schon abgedrückt, aber sicher ist sicher, wir werden die erneuern. Es gibt tatsächlich Firmen, die bringen hier Schraubstopfen rein. Ich stehe dem Ganzen skeptisch gegenüber. Ich will das nicht verteufeln, aber die Schraubstopfen, die sie hier einbringen mit Gewinde, sorgen natürlich mit ihrer Kerbwirkung durch das geschnittene Gewinde auch für zusätzliche, ich sag mal, Kerbwirkung in Bereichen, wo der Kopf eh schon Probleme hat. Also risstechnisch nicht so. kann Probleme machen, ne? Also wir erinnern uns an die BMW-Motoren, ne? Die M20 und so weiter. Die haben auch solche Schraubstopfen drin, aber wir erinnern uns auch, dass da oftmals Risse von diesen Schraubstopfen weggehen, ne? Nochmal, ich will es nicht in Frage stellen, auch die Arbeit anderer nicht in Frage stellen. Wir machen es halt grundsätzlich nicht. Wenn wir diese beseitigen wollen, dann werden die zugeschweißt. Und dann ist ein für alle Mal Ruhe und anders würde ich es auch nicht machen. Sie haben eh keinen Zweck mehr. Das ist einfach nur produktionstechnisch. So sieht's aus. Werden die gebraucht, um dort irgendwelche Einleger einzubringen oder irgendwelche Hilfen zu halten, die im Gießprozess vonnöten sind. So sieht. Genau. Wortspiel. Ist aber Insider. Na gut. Ja, ich glaube, da gibt es nichts hinzuzufügen, außer nochmal der Hinweis, also wir wollen nicht die Arbeit anderer schlecht machen. Das muss jede Firma für sich entscheiden und jeder findet da seinen Weg und jeder hält natürlich das für das Beste, was er selber propagiert. Das ist halt unser Weg, ne? Und da gibt es eigentlich nichts mehr zu Da sagen. fahren wir Okay, ganz gut alles mit. klar. Thomas, du hast hier die Köpfe fertig.
oder fast fertig. Ne, du bist im Aufbau von den 3,4 Liter Köpfen unseres Porsche 996. Geschweißt haben wir sie schon. Ich glaube, wir hatten das auch schon in einem unserer letzten Videos festgehalten. Wir gucken trotzdem noch mal rein. Genau, was vom Schweißen und auch von der Bearbeitung angeht. Hier waren wir Stopfen drin, ne? Genau, das haben wir wieder hübsch aufbereitet. Genau, die Nuten wieder nachgestochen, die Ölkanäle da nachgefräst, den Innenschacht nachgearbeitet, ne? Hier, da müssen wir noch ein bisschen, ne? Da muss ich die Kante noch brechen. Das heißt, hier drin, das ist auch ganz wichtig, müssen eine Faser rein, damit die O-Ringe sauber eingleiten können von den Innenschächten, diesen Kunststoffschächten, um die Zündkerzenbohrung frei von Öl zu halten. Thomas. Ach, schaub mein Haupt. Das mache ich noch. Gut, Spaß beiseite. Was ganz typisch ist, die Auspuffschrauben, die reißen auch bei den Könnern, wenn die Auspuffanlagen demontiert werden, gerne ab. Ne? Da muss man sich nicht in die Hose machen. Wir gucken jetzt mal hier drauf. Das ist so ganz normal. Ah, hier vorne. Genau, der ist wieder bescheuert auszubohren. Ja. Genau. Manchmal reißen auch die von den Nockenwellen-Positionssensoren ab. Die M6er, ne? Die reißen auch gerne ab. Auch, ist das hier auch? Ja. Okay. Gut, gerade welcher ist das? Wir schweißen von denen also wirklich viele. Und wir kennen die Köpfe sehr gut. Da ist immer wieder die Frage. Ja, da ist er. Da sind immer wieder die Fragen, kann man sowas schweißen? Hält das denn auch? Das weiß ich nicht, wenn Sie das schweißen, ob das bei Ihnen hält. Keine Ahnung. Wir haben natürlich auch unsere Erfahrung damit, wenn wir die schweißen, zu uns kommen namhafte, jetzt hätte ich fast was gesagt, namhafte Autohäuser, auch edler, elitäre Marken, die wir hier jetzt nicht nennen. Und die lassen ihre Köpfe hier schweißen. Wir haben auch Zylinderköpfe von Nürburgring-Killern, sage ich mal, hier. Die Motoren werden entsprechend oder können aufbereitet werden und genauso werden auch die Köpfe gemacht. Und wenn wir die schweißen, dann sind die geschweißten Stellen stabiler als denn je zuvor, als sie das Werk verlassen haben. Das ist mal sicher. Das heißt natürlich nicht, ich kann nicht in Zukunft gucken, ob nicht an einem anderen Zylinder dann irgendwann eine reißt. Aber in der Regel, also wir haben es noch nie gehabt. Bisher nur gute Erfahrungen, genau. Genau so ist es und von daher braucht man sich da keine Sorgen machen. Ja. So, also das Ausbohren, ganz wichtig, keine Selbstversuche unternehmen. Ne? Wenn die Dinge nachher krumm und schief und schabbelig gebohrt sind, dann auch das können wir retten, aber dann wird es natürlich entsprechend teurer. Und zumal die Bolzen sind recht hart, also es ist kein normaler Stahl, so eine 8.8er, sondern das ist eher schon eine 10.9er Schraube von der Härte her. Und da muss man. Wenn ich dem Thomas so einen Zylinderkopf reinbringe und sage dann, pass auf, hier ist wieder ein Kundenkopf, da sind 5 Schrauben abgerissen, dann müssten Sie mal das Gesicht sehen. Das sieht dann nicht so freundlich aus wie gerade eben, sondern dann knurrt er mich an und sagt, baut doch die Scheiße mal selber aus. Weißt du, wie das ist. Gut, okay. Genug gelabert. Genau. Ne? So. Führung haben wir auch schon drin. Ne? Okay, die dann gucken wir mal rein, wie die Führung ist. Einlass wie Auslass. Okay, glänzend tun sie auf jeden Fall. Genau, Auslassführung waren alle über der Verschleißgrenze drüber. Einlass waren von den 12, die da drin sind, schon 6 drüber. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir machen alle neu. Vielleicht mal eine Information am Rande. Ganz kurz zu dem Thema Führung. Wenn Sie bei Porsche eine Führung haben wollen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht lüge, aber ich meine irgendwas im Kopf zu haben von utopischen Preisen wie 60 Euro. Wenn Sie denn wollen, können Sie die über uns beziehen. Wir fertigen die Führung in Eigenregie oder lassen die fertigen in sehr hochwertigen, verschleißfesten Werkstoffen und passen die Führung wunschgemäß dann auch noch, wenn der Kunde motorsporttechnisch unterwegs ist, können wir die auch noch entsprechend anpassen, konisch gestalten und so weiter. Alles ist möglich. Ansonsten bieten wir entsprechende Sätze an für Porsche Motoren. Einfach mal anfragen. Sie können 12er Sätze haben, Sie können einzelne Ventilführungen haben, Sie können 24 Stück haben für eben ein komplettes Kopfpärchen. Wie Sie wollen, können Sie bei uns im Hause beziehen. Genau. Das nur mal als Information und Zeugnis davon, dass wir auch uns mit dem Thema Porsche ganz gut befasst haben. Das gilt übrigens auch nicht nur für die 3,4 Liter, auch die 3,2 Liter oder dann, wenn es in den Boxster-Bereich reingeht, in die älteren 2,7 Liter und so was, geht das natürlich alles auch. Thomas, was machen wir denn hier als nächstes? Sitze oder was? Ja, erstmal die Bolzen ausbohren, erstmal die schöne Arbeit. Gut, dann müsste ich mich eigentlich sofort verkummeln, ne? Ja, sonst kommt der Hammer. Erstmal die schöne Arbeit. Bolzen ausbohren, danach auf die Sitzfräsmaschine, Sitze fräsen, planen. Dann kann man die Köpfe zusammenstecken und dann auf das neue Unterteil draufbauen. Okay, ne? Das gucken wir uns dann später auch mal gemeinsam an. Wichtig ist natürlich auch bei diesen Motoren, manchmal kriegen wir einzelne Köpfe geliefert von irgendeinem Kunden. Und dann geht es darum, einen Kopf herzustellen. Ich selber bin da kein Freund von, weil ich sage immer, bei solchen Motoren, die auch immer aus meiner Sicht heraus Runden auf Nürburgring überstehen sollten, Sie sehen da von mir die Nähe zum Nürburgring,
dann gleiche Verdichtungsverhältnisse schaffen. Nicht einen Kopf um 0,15 mm planen und sagen, ist gut so, läuft ja. Das ist ein Boxer oder wenn es ein V-Motor ist, dann eben V-Motor. Wenn zwei Köpfe auf so einen Motor stecken, dann gehören auch beide gleich geplant. Und wir planen dann einen runter, um das Maß eben, was notwendig ist. Wir messen die vorher durch, gucken, wer ist der Schlimmere von den beiden. Der gibt das Muttermaß an oder das Zielmaß. Und wenn dann 0,1 mm geplant werden muss und der andere rein theoretisch bei 0,06 sauber ist, dann wird er trotzdem auf 0,1 geplant, damit wir gleiche Verdichtungsverhältnisse haben. Thomas, habe ich irgendwas vergessen? Bisher nicht. Komm, geh an deinen Platz, ich muss arbeiten. Siehst du, ich werde so oft geschimpft vom Thomas. Deswegen frage ich schon immer, ob ich irgendwas vergessen habe, aber nee. Dachte ich für einen Moment, er wäre lieb. Warte aber mal nicht. Lieb ist er nicht. Der komm, Thomas. Die Bohrmaschine kannst du ausbauen. Alles klar. Wir haben ja, ich glaube, letzter Stand war gewesen, die abgerissen Bolzen ausbohren. Da ist auch alles passiert. Bolzen ausgebohrt, ein Gewinde neu gemacht. Ich glaube, da war hier unten der, ne? Einmal hier, dann war einmal hier hinten dieser gewesen. Ja, okay. Und bei dem anderen Kopf war auch einer, wo jetzt ein Helikol drin ist, weil das Gewinde so kaputt gewesen ist nach dem Ausbohren. Also nicht, weil wir es kaputt gebohrt haben, sondern weil es wirklich im oberen Bereich extrem gefressen hatte und hat nicht mehr sehr viel gestanden. Die Schrauben sind auch immer knüppelhart, da muss man auch dabei sagen. Ne? Das hat man auch oft bei Turboladern. Die sind dann ausgeglüht, heiß geworden, kalt geworden, heiß geworden. Die sind nachher glashart, die Dinger. Genau, genau. Ja, Sitze gefräst. Ja. Gucken wir uns mal an, was du da gemacht hast. Genau. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus, ne? Wie ab Werk. Genau. Und Führungen waren ja alle neu hier. Führungen sind alle neu gekommen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Nachgerieben worden, genau, die ganze Geschichte. Was haben wir geplant? Geplant haben wir beide Köpfe 500, also 0,05 mm. Okay, da war kaum Verzug drin. Ja. Also wirklich nur, dass es gerade sauber ist, wo hier so ein bisschen was Oxidation an den Wasserkanälen gewesen ist. Was aber auch schon die absolute Scheidegrenze ist. 0,05 ist die Max-Toleranz, die an Abweichung theoretisch zulässig ist. Also normalerweise reagiert man bei einem Porsche schon wesentlich früher, weil wir begrenzte Auflageflächen haben, was die Auflage des Kopfes angeht. Also da sollte man nicht hier schludern und 005 oder 006, jo, da ist ja dicht an der Grenze, geht alles noch. Ja. Sofort reagieren und bearbeiten. Das nochmal zu machen, bedeutet finanzielle Ruin. Genau. Hier haben wir mal so einen kleinen Unterschied. Also so war es vor 60 Jahren. Genau. Ja, was haben wir da? Hier haben wir einmal Porsche 356, ne? Genau. Super 90. Haben wir sehr oft da auch zum Schweißen, ne? Die auch vom 914er Porsche, die GBs, ne? 100 PS Version, 2 Liter und so weiter, immer wieder da, sind sauteuer, diese Köpfe zu richten. Ne? Hier hat jetzt mal. Das ist ein Kopf, der ist nicht von uns geschweißt mit diesen ganzen Lunkern. Diese Lunkern rühren daher entweder Probleme mit dem Schweißgerät, Sauerstoffeintrag in der Schweißnaht drin oder nicht richtig sauber gemacht. Man sieht es auch hier außen ganz gut im Bereich der Zündkerze. Ja. Es scheint aber dicht zu sein, wir lassen auch unsere Finger davon, das würde nur den Preis erhöhen und wir brauchen da auch nicht über andere Arbeiten zu meckern. Ne? Irgendeiner hat es geschafft, genau. Das Ding dicht zu kriegen und das ist ja erstmal das Ziel. Genau, aber halt hier sieht man mal die Welten, ne? Wie sich die Zeit verändert. Innerhalb von 60 Jahren. Ja, sind ein paar Ventile dazugekommen, ein bisschen Ventilsteuerung dazugekommen und die Wasserkühlung. Bohrung ist was größer geworden. Ja, ja. Genau, von Luft wurde auf Wasser gegangen, leider. Wie viel PS hat man bei dem gehabt? Ja, 75 gut, oder was ist das? 75 oder 90 PS. Ja, ja, super 90. Ja. Ja. Und die Leistungsausbeute ist ja schon gestiegen. Ja. Das ist so, ich weiß, damals mal einer meiner Chefs, der hat immer Porsche gefahren, seit Ewigkeiten, das hat mich auch so ein bisschen infiziert, ich war früher immer Porsche-Hasser, für mich waren das immer so die Typen, ja, Kohle und ich mit meinen alten Amis und der Chef hat immer gesagt, du mit deinen trampelten Hinterachsen, Blattfedern und so weiter. Ein bisschen was ist hängen geblieben, heute bin ich selber Porsche-Fan, aber das ist eine andere Geschichte. Gut. Genau. Ich glaube. Nächster Step, Köpfe montieren, soweit fertig machen und dann holen wir uns den Motor rein und komplettieren das ganze Ding. Okay. Und dann da werden wir auch Step-by-Step immer mal mit reinschauen, denke ich mal.